Hallo alle Grillis zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Freitag, den 4. Dezember, und ich wollte mit euch wie üblich die wöchentliche DAX-Analyse durchgehen. Ich habe einen neuen Kopfhörer, weil mein alter ist unserem Kater zum Opfer gefallen und da gehen keine Kabel mehr. Ich hoffe, dass die Akustik einigermaßen okay ist. Wir haben eine hochinteressante Woche hinter uns. Ja, anfangs mal wieder ein bisschen schlechter und dann heute eine sensationelle Korrektur nach oben. Richtig Spaß gemacht. Tatsächlich hat der DAX, also auch die 20-Tage-Linie, überboten. Ja, liegt bei 10.707. Wir sind deutlich hier drüber. Schlusskurs war 10.767. Das sieht hier alles gut aus. Sei das der MACD, sowohl auf die traditionelle Sichtweise, aber auch schon seit Tagen über die moderne Sichtweise positiv. Das ist in Ordnung. Die Stochastik ist in Ordnung. Das passt eigentlich alles. Jetzt noch die 20-Tage-Linie. Ich muss davon ausgehen, dass wir diesen Bereich hier sehen, wo dieser große graue Pfeil hier langläuft. Das ist ganz knapp unter der 11.000. Das sind die 10.986. Das war das letzte Zwischenhoch. Ich kann mir locker vorstellen, dass wir da sogar ein bisschen drüber gehen. Interessant ist die Tatsache, dass die Bänder sich verengen. Finde ich gut. Freut mich, ja. Das heißt, hier kommt irgendwie so ein bisschen Volatilitätsruhe rein. Aber ich glaube, das sollte eigentlich schon so das Ziel sein von dieser Bewegung hier. Dadurch war das heute einfach viel zu stark, was wir heute hier am Freitag gemacht haben. Es gibt ganz, ganz viele Werte, die kurzfristige Downtrends, also kurzfristig seit August diesen Jahres, seit Juni diesen Jahres, nach oben verlassen haben. Arnelin, Bayer oder die dranliegen, ja, Conti zum Beispiel. Meine sehr geschätzte Kollegin Brigitte Ballerer sagt dazu, ja, die sind schnell aus dem Bett gesprungen, fand ich Weltklasse. Da habe ich den ganzen Tag drüber gelacht, diesen Spruch, fand ich sehr, sehr schön. Und es passt auch, da sind ganz viele Downtrends, die jetzt gebrochen werden, an denen die Werte sind oder sogar schon leicht drüber. Schauen Sie mal Bayer, schauen Sie mal Conti, schauen Sie mal BASF, wie ich gerade eben genannt habe. Das gibt durchaus Chancen. Natürlich haben wir nach wie vor diesen Shutdown in Amerika. Wenn der gebrochen wird, im Sinne von aufgelöst wird, ist es wahrscheinlich nicht negativ. Ich bin mit diesen Shutdowns, wie gesagt, nicht so sehr vertraut, wann die irgendwo greifen oder wann die nicht greifen. Aber ich finde, das sieht kurzfristig immer noch ganz gut aus. Im Bereich 11.000 sehe ich den ersten echten Widerstand. Wunschkonzert, das sage ich mal ganz kurz zwischendrin, am 19.01. ist einer der schönsten Börsentage, der ist in Dresden. Da bin ich also dann auch da und mache aufgrund von Ihren Wünschen das Wunschkonzert und zwar live und ohne Boden auf der Messe in Dresden. 11:30 Uhr, 15:30 Uhr. Würde mich freuen, wenn Sie da sind. Sprechen wir da einfach an. Ich bin da relativ locker, genauso wie mein Kollege Markus Koch. Jetzt gehen wir mal zu Scheinen. Bei dem Nasdaq-Film von vorgestern hatte ich es schon gesagt. Ich freue mich sehr, dass also Goldman Sachs jetzt hier auch im Trader Fox drin ist und verglichen werden kann mit anderen Mitbewerbern. Und ich möchte mich eigentlich hier um diesen Schein hier kümmern. 10.371. Das ist ein Schein, der, Sie sehen hier, wo das letzte Low ist, bei 10.392. Der liegt etwas drunter. Der liegt in der Nähe des unteren Bandes. Das ist ein undebütierter, also sprich ein Open-End-Schein mit der Basis 10.371 von Goldman Sachs. Das ist die GA09KK. Das ist der Schein, von dem ich davon ausgehe, der hat momentan einen Hebel von 26, also keine kleine Geschichte, dass der uns begleitet bis hier hoch, bis zur Richtung 11.000. Das ist der Schein meiner Wahl. So, schauen wir nach dem Putz. Wenn das hier mein Widerstand ist und hier ist das obere Band, möchte ich eigentlich oberhalb des oberen Bandes liegen, so in der Basis 11.200. Ganz grob da. Ich glaube, dass ich diese Scheine billiger bekomme, günstiger bekomme, diese Scheine, die ich jetzt nennen werde. Deswegen möchte ich ein bisschen warten, bis wir irgendwo hier diesen Bereich hier ausfüllen werden. Da habe ich zum Beispiel hier mit dem Hebel von 25 einen Open-End-Schein von Goldman Sachs mit der Basis 11.201,22. Der wird sich dementsprechend noch verändern, sein Open-End-Schein. Das ist die Kennnummer GM9NUN. GM9NUN. Das wäre der Schein, den ich mir auf die Watchlist lege. Aber nochmal, ich gehe davon aus, dass wir tendenziell diesen Bereich hier nochmal ein bisschen ausfüllen werden. Also ich muss den Markt mögen, zumindest nochmal für die nächsten paar Tage. Und da muss man neu überlegen.
Für mein Webinar am, wann ist denn das? Samstag und Sonntag, ich glaube, es ist der 8. und 9. oder 9. und 10. Februar, gab es zwei Absagen aufgrund von Urlaub, der da gemacht werden muss, aufgrund irgendwelcher Aktivwochen. Und die Leute, die sich sonst angemeldet haben, die können erst im März reinkommen. Das heißt, wenn Sie da also noch Interesse haben, Anfang Februar, das ist an einem Samstag und Sonntag, schauen Sie auch bitte mal auf die Homepage. Da können Sie schauen, wann das wo, wie, zu welchen Konditionen stattfindet. Und dann können wir verschiedene Sachen auch mal durchgehen. Hey, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.